Aufnahmeoffensive bei der Wiener Polizei. Das gilt nicht nur für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch für Diensthunde. Heute ist es soweit und Diensthundewesen ist etwas, was für eine Polizeieinheit, vor allem auch in der Stadt, ganz, ganz wichtig ist. Wir können heute Gott sei Dank aufstocken, insgesamt jetzt auf etwa 100 Hunde. Und das ist für uns ein Riesenerfolg, für die Abteilung für Sondereinheiten ein großer Erfolg und wird dazu beitragen, dass wir das Polizeiwesen in der Stadt noch sicherer gestalten können für die Bürgerinnen und Bürger. Hallo, ich bin der Lasse Graubert. Grüß euch, ich bin der Thomas. Das ist der Hellboy. Das ist der Fenrir, mein 15 Wochen alter holländischer Herdershund. Der Name kommt aus der norwegischen Mythologie. Ich meine deswegen ausgesucht, weil er einfach für mich den besten Charakter hat und mir quasi sehr ähnlich ist. Er ist immer auftrat, er macht immer spielen, er will immer arbeiten, arbeiten, arbeiten. Sehr aufgeweckter Hund, sehr, sehr lebhaft, wie man jetzt gerade sieht. Also die Grundausbildung machen ja alle bei uns dieselbe. Das ist ein Schutz- und Stöberhund. Und der jetzige Diensthund von mir ist ein Sprengstoffhund. Und den Weg wollen wir auch einschlagen. Und der zweite ist jetzt 9,5 Jahre. Und der geht dann in 1,5 Jahren in Pension und das wird ja so weit sein, dass wir sagen, okay, jetzt gehen wir zu einem Außendienst. Okay. Ja, ich habe laufend Kontakt mit dem Kommandanten der Diensthundeeinheit, da erfahre ich immer die neuesten Dinge. Polizei-TV, die Diensthunde, die neuen begleiten, dann werden wir ein gutes Bild bekommen, wie es so weitergeht mit den kleinen Hunden, bis sie dann zum ausgewachsenen Diensthund werden und den Dienst voll versehen können.